Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 5. Staffel und der 232. Folge, heute in der Vorproduktion am 9.11.23. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an Oliver Bayer. Der Oliver hat nämlich am 12.02.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1110. Der Oliver verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück mit unseren tapferen Römern, mittlerweile frisch nach der Friedenserklärung der Saker, nachdem sie mir noch richtig schön vor der Nase weg Lohana geklaut haben. Aber gut, dafür rechnen wir uns später. Aber immer noch im Krieg mit dem nördlichen Imperium und mit den Karthagern. Und die letzten zwei Folgen, ich muss mich entschuldigen. Ich habe zwar jetzt endlich das mit dem Mikrofon hinbekommen, aber im Renderprogramm habe ich versehentlich meine eigene Tonspur lauter gemacht. Also die vom Mikrofon. Deswegen waren die letzten zwei Folgen doch sehr dröhnend, würde ich behaupten. Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen dafür. Aber irgendwie ist in dieser Staffel der Wurm drin. Erst das mit der Videoqualität, dann das mit der Tonqualität. Aber ich hoffe doch jetzt wirklich mal, dass wir es jetzt endlich hinbekommen haben. Aber gut. Ich starte jetzt endlich mal den Timer. Gut, wir haben Dinge zu tun. Ich habe übrigens schon mal geschaut, der Flavinius ist immer noch gefangen. Und zwar von Eleftheroi. Eleftheroi kriegt von mir mächtig eins auf den Deckel, sobald ich so irgendwo mal sehen sollte und auch rankomme. Als nächstes habe ich gesehen, möchte hier noch ein Miles rekrutiert werden. Das ist schon mal wunderbar richtig. Und dann gehen wir mal nach Burg Jogoris. Denn da sind nur 18 Verteidiger und wir haben knapp 100 Gefangene hier. Das sollte sich doch lohnen. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was da gerade stand. Ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt gerade egal. Was ich aber gesehen habe, ist, dass der hier nur Hälfte, das heißt, das sind Gegner. Dass hier sehr, sehr viele Recruiter jetzt unterwegs sind. Das funktioniert wunderbar. Also relativ viele. Die gehen auch relativ weit. Ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt egal. Hauptsache, sie tun's, ne? Hier auch Zeonika und Onika. Sehr gut. Also das wird schlagartig, wenn die zurückkommen, wird das nochmal einen ordentlichen Batzen an Sicherheit bringen. Was ich nochmal zwischendurch geschaut habe, Lehn. Wo war es denn? Zeonika? Ja, Zeonika. Als ich gerade noch geschaut habe, standen hier 375 Garnisonsleute drin. Es wächst trotzdem aufgrund von Gefangenen im Verlies, würde ich jetzt behaupten. Oder aber der Recruiter ist zwischendurch mal ganz kurz da gewesen. Das heißt, jetzt in diesem nicht mal halben Ingame-Tag sind wieder 4 Leute hinzugekommen. Jetzt steht hier plus 0. Ja, das ist auch richtig so. Denn die Mod selber deaktiviert das automatische Rekrutieren, was in Vanilla drin wäre. Außer ich aktiviere das. Und dadurch, dass es hier nicht aktiv ist, wir können es uns mal kurz angucken, indem wir uns hier Zionika angucken. Hier automatisch rekrutieren ist aus. Wenn ich es anmache, geht es automatisch wieder aus, weil ich das halt über dieses Improved Garrison-Gedöns-Mod nicht aktiviert habe. Und ich will das auch gar nicht aktivieren, denn wir haben ihm ja was gesagt, was er rekrutieren soll. Wenn ich automatisch rekrutieren mache, rekrutiert er wild drauf los. Und das will ich nicht. Ich will schon hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Natürlich, klar, nur bis zum gewissen Cap von dem, was ich eingestellt habe, also bis zum gewissen Maximum. Aber gut, das Thema hatten wir jetzt in den letzten Folgen mehrmals durch. Ich denke, das ist jetzt soweit in Ordnung. Was ist das hier, eine Karawane? Ja, okay. Hab das Glück gehabt. So, wir gehen trotzdem weiter zur Burg. Na gut, er läuft doch wieder. Sehr schön. Aber er läuft irgendwie immer so ein bisschen hin und her, ne? Er hier hoch. Weiß nicht, ob die vor irgendwas abhauen oder ob Pfeffering einfach kaputt ist bei denen. Keine Ahnung. 25 nur? Nee, okay. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen hier. Wie viel mache ich jetzt momentan? Plus 3,7 nur. Ja klar, ich habe viele Besitztümer jetzt bekommen. Das geht wieder kräftig auf die Korruption. Flavinius ist aus dem Gefängnis entkommen. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal ein, zwei Ingame-Tage warten, bis er sich dann irgendwo in Sicherheit gebracht hat. Und dann können wir ihn rufen. Theoretisch zumindest. Den nehme ich noch mit. Die zwei wollen auch aufleveln. Und dann gehen wir mal ins Verlies. Chabub. Ich weiß, es ist uns... Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen von der Erkältung erst die Woche. Ich weiß, die Burg ist eine imperiale Burg, aber wir haben ja auch gesagt, jetzt bei den nah an Saker dran, da können auch ruhig ein paar Saker mit rein. Außerdem haben sie ja auch noch einen Rekrutierungsbefehl. Aber den Prior hier, den möchte ich mal schon mitnehmen. Den kriegt ihr nicht. Könnte ich noch ein bisschen überlegen. Ich habe ein bisschen viele Bogenschützen für meine Verhältnisse. Mal hier haben wir noch einen Steinschleuderer, der kann weg.
Warte. Bin auch im falschen Fenster. Aber ist egal. Der kann sowieso aus meinem Dingens weg. Hier, Auxiliare können rein. Aber das sollte jetzt gehen hier. Jo, das geht. Dann gehe ich aber noch in die Garnison. Und sortiere mal hier nach. Typ. Und dann schmeiß ich euch mal ein bisschen was zu, was ich wirklich nicht brauche. Beziehungsweise wo ich ein bisschen zu viel von habe. Wie zum Beispiel jetzt hier Armbrustschützen. Ja, dann nochmal die vier hier. Dann habe ich wieder glatt 50 Schützen. Dann passt das. Dann haben wir hier Pi mal Daumen halb halb. Also halb Bogenschütze, halb Armbrustschütze. Oder Ballistarius ist ja nicht Armbrustschütze. Gut, Infanterie wie immer Mangelware. Kavallerie ebenfalls. Wie ist denn hier der Sicherheitswandel gerade bei euch? 1,38, wenn ich nicht da bin. Treue entsprechend auch gut. Aber nee, ich will es mal nicht riskieren. Wir lassen die mal so, wie sie sind. Ich habe nämlich gerade ein bisschen überlegt, ob ich sie doch mitnehme. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass die Miliz schon wieder 72 sind, dann zählt gerade wirklich jedermann in der Garnison. Das zählt gerade wirklich jedermann. Muss ich auch noch mal gucken. Jogoris, du hast auch wirklich das Template drin, ja? Hast du, weil ich jetzt noch keinen Recruiter von dir gefunden habe. Habe ich denn erlaubt, dass ein Recruiter erstellt werden darf? Moment. Moment. Mist! Das war nicht aktiv. Ach! Mist. Schiete. Okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz meine Burgen durchgucken. Burg Onika. Auto-Create, okay. Dann, was mit V? Varagos? Auto-Create, okay. Dann, nee, nicht nochmal Burg Onika. Usek, Auto-Create, okay. Markup, Auto-Create, komm, ich guck nochmal alles durch. Auto-Create ist drinnen überall, so wie es ausschaut. Mist, habe ich das in Jogoris vergessen. Ich habe mich gewundert, warum die keine Leute rankriegen. Dammit. Es kann übrigens sehr gut möglich sein, dass wir in Zeonika nochmal die Anzahl der Leute anpassen müssen. Warte mal, was habe ich gesagt? 100, 200 plus 360 sind wir also bei 560. Oh, okay, nee. Die haben noch Platz nach oben. Alles gut. Gut. Verwaltung. Es wird noch gebaut. 20 Tage. Er hat noch ein bisschen Kohle drin, er kriegt noch mal einen Zehner von mir oben drauf. Wenn die Werkstätten fertig sind, könnte er mir gerne mal an der Mauer bauen. Dann haben wir da schon mal Stufe 2. Das wird noch mal knapp 3 Monate dauern, denke ich. Aber gut. So. Dann gehen wir doch jetzt mal Mycia angucken. Was macht die? Die geht rekrutieren, das finde ich gut. Kann ich noch jemanden rufen, fällt mir gerade ein. Tranis, alter Freund. Was kostest du gerade? 67, aber dafür bringt er 124 Mann mit. Da sagen wir nicht, nee. Das hier sind wieder Söldnertrupps. Oberon. Ich weiß nicht, warum ich immer Oberon sagen möchte. Tapnit ist, glaube ich, ein Söldner, genau. Balasor auch. Debana können wir mal rufen. Rot 103. 25 Jahre alt. Oh. Komm mal mit. Das sieht doch wunderbar richtig aus hier mittlerweile. Da ist sogar unsere Angebetete. Da ist sie. Aber die will ja immer nicht. Aber gut, das reicht theoretisch noch für eine weitere Armee, was jetzt hier noch rumsteht, ne? Ich will aber gerade nicht so viel auf einmal rufen. Ich denke, das sollte jetzt reichen. Ich meine, wir hatten jetzt 500 und ich rufe gerade nochmal wie viel? 200, 300, 400 fast. Das sollte mehr als genug sein für eine Stadtbelagerung. Selbst wenn die 1000 Verteidiger wieder drin haben. Solange die Tante nicht wieder ankommt und mir irgendwas wegschnappt. Ach, guck mal, er war sogar schon direkt nebenan, der Sichranis. Da ist jemand geflohen. Okay, apropos geflohen. Lavinius? Formiert sich noch. Okay, dann formier dich mal. Fast 500 Verteidiger. Okay. Die Wächter von Mircea wurden hier gefangen genommen. Nee, sind verwundet, alles klar. Idiot, Mircea gehört mir doch noch gar nicht. Ich hab's im Kopf schon abgespeichert, ne?
So, ran da. Oberon, ja, komm her hier. So, Schwein. So. Das Schanukelchen wird mal schön belagert. Ich denke, der Krieg mit dem nördlichen Imperium wird relativ schnell zu Ende gehen nach dieser Eroberung hier. Wir waren ja schon um 30 Punkte Kriegsmüdigkeit im Vorteil ungefähr. Natürlich haben sie was gebastelt. Das machen wir jetzt aber auch. Und noch ein Bocki. Wie gesagt, Belagerungstürme sind ab jetzt tabu hier. Solange nicht alle Mods auf den aktuellsten Stand des Spiels gebracht werden. Ansonsten haben wir ständig verbackte Belagerungstürme. Darauf habe ich echt keinen Bock mehr. 72 Truppen wurden nach Markup gebracht. Sehr gut. Aber warte mal. Hä? Der Garnisonsrekruter von Burg Lochana ist zurückgekehrt mit 27 Truppen nach Markep? Hä? Wait a second, arbeiten die Rekruter untereinander mit? Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel Markep voll wäre, dass dann der Rekruter aus Markep trotzdem loszieht und für Chaikant zum Beispiel rekrutiert? Das wäre nice. Das wäre sogar ziemlich smart. Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, 35 Rekruten. 22 wurden auf das nächste Level gebracht und 20 Gefangene rekrutiert. Oh, jetzt läuft das hier. So, du gehst erstmal weg. Verstärkung kriegen wir auch noch. Sehr schön. Da siehst du, wieder zwei Söldnerverträge einfach weg. Wenn ich die gerade noch gerufen hätte von meiner Armee, wären die einfach raus aus der Armee. Und ich hätte trotzdem die Einflusspunkte verloren. Ja, komm schon. So, zack, zack. Okay. Wodurch auch immer, aber okay. Wer bist du eigentlich? Guards vom Zier, okay. So, Moment, wir haben es gleich. Zack, zack, zack. Bocki wird gebastelt. Wir nehmen nochmal zwei Gefangene aus der mit auf in die Garnison hier. Nicht Garnison, Armee. Ich muss nochmal dringend. Ach du Heilige. Jetzt kostet es natürlich wieder ordentlich was. Eieieiei, wir hatten mal so schön viele Einflusspunkte. Aber mit Flavinius habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen was vor. Weil sind wir ehrlich. Ach, ein Hussenvolk ist ja okay. Ich wollte sagen, sind wir ehrlich, er hat jetzt nicht wirklich sehr viel gebracht mit seiner Karawane. Es war mal schön zu sehen, dass die auch schnell sein können. War auch vor allem mal schön zu sehen, dass sie nicht sofort gecatcht werden, aber am Ende hat sie ihn doch noch erwischt. Gut, vor allem gegen Sarka, die sind verdammt nochmal schnell. Ich denke aber eher, dass wir ihn A als zweiten Statthalter für eine imperiale Stadt nehmen können, wie zum Beispiel gleich Mizea. Und B, wenn dann die Städte endlich mal stabil sind und keinen Stadthalter mehr brauchen, das kommt nämlich irgendwann, wenn man ausreichend ausbaut, könnte man ihn auch nehmen, um ihn einen unabhängigen Trupp zu geben. Und sobald wir den Krieg ziehen, können wir ihn sofort rufen als Armee. Und zwar kostenlos, ohne Einflusspunkte auszugeben und auch ohne Zusammenhalt ausgeben zu müssen. Aber jetzt sage ich ihm erstmal, dass er da, wo er ist, bleiben kann, ehrlich gesagt. Ja, doch, doch, doch. Oder? Warte mal, Prela. Kriegt gut Sicherheit ran mittlerweile. Sehr schön. Treue. Treue geht so. Aber ihn jetzt nach Ampreda zu schicken, um ihn danach nach Mizea zu schicken, macht auch wenig Sinn. Weil Mizea wird gleich Unterstützung brauchen. Ja, hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Garnison. Aber es geht langsam. So langsam kommt ja ordentlich was rein, ne? Anfang der Folge hatten wir ja weniger. Sag mal, warum ist sie denn schon wieder nicht mehr? Achso. Also ich wollte gerade sagen, warum ist sie denn schon wieder nicht mehr Statthalterin, aber doch ist sie. Sie ist bloß ausgegraut, weil ich in einer Belagerung bin. Eieieiei. So, ja, hier. Schießt man die Mauern leer. Baut an der Zeit noch den Bocki. So, ist es fein. Jetzt warten wir auf Tageslicht. Ja, immer diese Nachtkämpfe, die gehen mir dann so echt auf den Sack. So. Halt, Moment. Erst nochmal hier zwei Gefangene. In die Armee mit aufnehmen. Dann wird nochmal gespeichert und dann nehmen wir endlich rein da. Apropos, eine Sache wollte ich nochmal gucken. Ganz, ganz kurz noch. Ach Gott. Also das Ding kannst du klicken hier mit Chaikant und der Wolfgeberei. Obwohl die zwei Schafsdörfer haben,
Aber gut, nur weil da Schafe sind, heißt das nicht auch gleich, dass sie Wolle haben. Das ist das Problem nämlich. Es wird nämlich keine Wolle produziert, sondern es werden Schafe produziert. Und die müssen erstmal geschlachtet werden. Und dazu bräuchte man einen Metzger. Kann man einen Metzger machen? Ich mich gerade gar nicht. Nö, kann man nicht. Kann man einfach nicht. Das ist ziemlich doof, ehrlich gesagt. Dass es nicht automatisch passiert, dass die Schafe gleich zu Wolle verarbeitet werden. Und Fleisch, natürlich auch. Nee, sorry, Chaikant, dann, ich überlege gerade. Ich kümmere mich nach der Belagerung darum. Machen wir danach einfach. Ganz in Ruhe. Müssen wir jetzt nicht über den Zaun brechen hier. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Dahin, du dahin. Dahin. Und zack. 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 Und den Bahner nochmal dahin. Ah, okay. Hier Leitern. Da Leitern. Finde ich gut. Ich denke, wir werden uns hier drauf konzentrieren, während der Bocki hier hinten dann reingeht. Wenn wir Glück haben, stellt er seine ganzen Nahkämpfer hier oben auf und der Bocki macht schön in Ruhe auf. Okay. Die 4 und die 5. Nein. Ja. Loser Formation. So, dann machen wir mal die 4 hier hin. Die haben sogar schon Schussreichweite. Das finde ich sehr, sehr löblich. Die 5 einfach direkt hier daneben, damit sie ein bisschen Sperrfeuer machen. Ach so, er hat schon wieder... Ja, gut. Wie schön, dass er das immer und immer wieder ändert, obwohl ich das nicht möchte. Und auch nicht so gespeichert habe. Guck mal, da können wir euch noch ein bisschen breiter aufstellen. Oder auch nicht. Gut. Sollte funktionieren, sie haben teilweise Deckung. Ich glaube, sie gehen sogar automatisch ein bisschen in Deckung. Alles klar. Dann 1 und 2 und 3. Hier hin. Und los geht der Spaß. Jetzt ist wieder so ein schöner Moment, wo wir uns hier schön drauf fokussieren können, auf eine Stelle. Unsere Katapulte in Ruhe arbeiten lassen können, unsere Schützen in Ruhe arbeiten lassen können. Und sonst so gut wie nichts machen müssen. So, die 4 kommt mal bitte vorwärts. Die 1 auch. Die 2 und die 3 lasse ich in Reserve stehen. Oh, wir haben sogar tote Winkel hier, wa? Oh, sieht gut aus. Zack. Na, dann wollen wir doch mal kicken, ja. Hier, halt mal. Nein, zu tief. Hier, halt mal. Danke. Willst du den auch noch? Okay. Ja, natürlich. Wäre eh zu tief gewesen. Gibt ja schon dort. Ah, ich glaube, meine Bogenschützen machen schon sehr gute Arbeit. Da brauche ich ja schon fast gar nichts mehr machen. Außer, dass ich die Bogenschützen hier noch ein Stück heranziehe und die anderen jetzt dahinter platziere. Achso, und ihr macht bitte jetzt einen Schildfall. Für die paar wenige Schüsse, die wir hier noch abkriegen. Ah, da kommt nämlich jetzt auch ein Infanterieblob. Sehr schön. Darauf habe ich mich eigentlich ein bisschen gezählt. Nein! Das war mein letzter. Okay. Ein für mich. Ein für dich. Ein für mich. Ein für dich. Oh, wie hier die kaputten Pfeile runterhageln, ist ja auch brutal. So. Jetzt bin ich nur gespannt, wie es jetzt wieder von der Lautstärke ist, weil in den Kämpfen ist es immer brutalst laut. Aber außerhalb ist immer so gut wie nichts zu hören. Aber mir ist die Atmosphäre halt wichtig für euch. Dass ihr nach Möglichkeit immer alles hört. Was? Oh, komm schon. Geht doch. Oh, das halten wir noch ein Weilchen durch, würde ich sagen, ne? Frag mich nur, warum keine Katapulte hier schießen. Bisschen schade finde ich auch, dass sie immer despawnen hier, ne? Die aufsammelbaren Sachen. Aber gut, meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn er was kann, dann ist es das. Oh, die 5 schießt nicht vollständig. Kommt mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kriegt er hier noch die Seite ein bisschen reingeschossen. Okay. Oh, komm schon.
Aber bleibt das da in der Leiche hängen? What? Okay, das war zu tief. Das war zu weit links. Was ist denn da jetzt los? Was? Alles klar? Wollen wir noch ein paar Speere hier rumliegen? Den können wir schmeißen. Den können wir schmeißen. Der steckt schon im Schild drin. Den können wir schmeißen. Den auch. Ah, langsam geht die Munition aus hier, wa? Ist der Tor heute schon offen? Müsste bald mal kicken gehen. Oh, was machen wir denn da für Verluste? Für eine Sauerei? Ach, Mensch. Das sieht aber sehr dünn da oben aus, ne? Ich glaube, wir können langsam mal hoch. Okay, 1, 2 und 3. Viel Spaß, Jungs. Wo sollten die jetzt hingehen, wenn ich fragen darf? Und warum haut ihr jetzt ab? Jungs, da! Leiter, direkt vor euch. Ah, ich hab's da hinten rumpeln gehört. Da ist jetzt definitiv das Torhaus offen. Oh, der steckt da drin, schade. Ich will noch ein bisschen was zum Schmeißen mitnehmen, bevor ich die Leiter hochkraxel. Kommt noch gerade unsere Infanterie, sehr schön. Gutes Timing, Jungs, gutes Timing. Lasst mich auch mit da hoch. In der Hoffnung, dass die Bogenschützen schon gut Platz gemacht haben da oben. Kann ich jetzt potenziell noch 6 Leute erstmal umnieten, bevor ich selber auf die Mauer raufgehe. Oh ne, ich sag so gut wie leer hier. Gefühlt. Alles klar. Erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Hallöchen. So. Moment. Da kam doch gerade was gelaufen. Wo ist es hin? Es läuft da. Bitteschön. Gern geschehen. Habt noch mehr davon. Wollt ihr noch? Oh, das blendet total. Oh, moin. Wow. Ignoriert er mich? Gut geblockt, junger Mann. Gut geblockt. Wow, wow. Alles klar. Moment mal. Das wird ein bisschen unbequem hier. Wow. Wie? Ich hab euch doch gerade. Boah. Alles klar. Ich sollte mal da hochgehen. Das von hier probieren. Ein kleines bisschen mehr Ruhe. Oh, weiter ist auch vorbei. Was sind das denn für welche? Ach, das sind Batania Auxiliari. Würde ich behaupten. Schönen guten Tag. Kommt da noch jemand? Ja. Hallöchen. Oh, 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 oh. Das sind doch ein paar Römer hier. Sagte der, der gerade noch erschrocken feststellt, dass er ja gerade gegen Römer kämpft. Ja. Ganz kluges Robin heute wieder. Ganz, ganz kluges Robin. Na los. So, habt ihr eine Chance gelassen. Oh, wow. Wow. Geht mal, macht man so. Was? Okay. Die Tor ist offen, würde ich behaupten. Na los. Geht doch. Nein, heute nicht, mein Freund. So. Hallöchen. Oha, hier sind noch ein paar. Was, er lebt noch? Kannst du es dir erlauben, noch zu leben? Den kriegt ihr alleine down. Traut auf eure Fähigkeiten. Aua, was? Okay. Hallöchen. Was? Wie kann er denn bitte beim Stoßen nach vorne stolpern? Ei. Ah, das sieht aber sehr gut aus jetzt, wie sie auch wirklich stürmen. Richtig schön schnell sind auf der Mauer. Das gefällt mir. Ich habe nichts geändert. Es kam aber irgendwo ein kleines Update bei irgendeinem Patch. Ich weiß aber noch nicht welcher. Nicht Patch. Mod. Hab jetzt aber nicht nachgeguckt, welche Mod geupdatet wurde. Aber egal was es war, es hat auf jeden Fall beim Pathfinding geholfen. Leider steht auch bei den Mods nicht immer dabei, was gepatcht wurde. Ne? Also, ob es das Pathfinding ist für die Belagerungstürme zum Beispiel oder ob es Spielabstürze sind, die behoben werden, also die Ursachen dafür. An sich eine gute Position, die noch genommen für den letzten Kampf. Reicht aber nicht.
könnt schön in die Flanke pieksen. Ha! Speere sind so OP mittlerweile geworden. Wenn ich da an meine erste Staffel denke, habe ich vorher noch mit Speere probiert. Ich bin ständig krepiert einfach. Es lebt irgendwo noch was, ja? Ja, drei hier noch. Oben auf dem Turm wahrscheinlich wieder irgendwo, oder? Oh, ich sehe aber gerade, wir haben gar nicht wenig Verluste gemacht, wa? Eieiei. Aber das sind auch 400 Verteidiger. Und wir haben nicht alles Elite-Truppen hier. Das, liebe Kinder, passiert, wenn man ein... Jetzt ist er weg. Okay. Wenn man einen Early-Access-Titel mit Vollpreis verkauft und sich dann nicht mehr darum kümmert, so eine Kleinigkeiten zu beseitigen, wie zum Beispiel einfach nicht ineinander passende Grafiktexturen. Ich bin gerade sprachlos. Ja. Aber gut. Ja, habe ich doch wieder 47 Mann getötet. Alles klar. Kato, die kleine Ein-Mann-Armee. 130 Verluste insgesamt. Das ist vollkommen in Ordnung. Dafür, dass wir 400 Verteidiger hatten oder 500. Und jetzt auch eine wichtige Stadt erobert haben. 34 Truppen, die wir einfach noch so mitbekommen. Das ist gut. Weiß ich gleich in die Garnison rein. Gefangene auch. Oh, nö. Daraus machen wir Erfahrungspunkte. Die Kuh kann auch mal geschlachtet werden. Aber pro Nahrung. Ja, doch, geht noch. Geht noch. So. Zweierhelm. Du? Achso, meine alten, stimmt. Die haben hier alle schon viel, viel bessere Sachen. Gallische Sachen dabei. Gallisch, Imperial. Das war ein sehr gemischter Haufen auf jeden Fall. Moment, hier muss ich nochmal gucken, ne? Rissig. Normale Pieler. Ne, okay, nee, dann passt das. Ich bräuchte ausgewogener Meisterlicht, theoretisch. Oder vielleicht auch große Säcke. Aber es passt. Nee, es muss ein billiger Haster. Billiger Haster wollen wir nicht, wenn wir mal teuer haben. Ja, ich weiß nicht, dass das zurück. Aber dafür nehme ich die Erfahrungspunkte. Natürlich zeigen wir den Lader und natürlich gehört die Stadt jetzt mir. Wir sind Prokurator der Stadt. Wir passen im Namen von Kaiser Nero darauf auf. Oder Claudius. Ich weiß gerade nicht, in welcher Zeitrechnung wir uns befinden. Im Buch. Gut, alles mal weg. So, wie sieht es allgemein aus? Sehr schlechte Treue. Natürlich sehr schlechter Treuewandel, weil zu wenig Sicherheit. Die Sicherheit wäre bei fast minus 1, wenn wir nicht vor Ort wären. Okay. Hier werden dringend Truppen gebraucht. Flavinius. Was hast du für Effekte? 4% schneller bauen. Tägliche Milizrekrutierung in der regierten Siedlung ist gar nicht mal so geil, wie ich jetzt mittlerweile weiß, ne? Weil je mehr Miliz, desto weniger mehr bringt die Garnison an Sicherheit und Treue dann sozusagen. Also als Folgereflex. Nicht Reflex, Effekt. Plus tägliche Treue für die regierte Siedlung. Okay, hab nichts gesagt. Das heißt, er müsste ja 1,5 bringen sogar insgesamt, ne? Weil A, Kultur ist imperial und dann noch 0,5... durch fest im Sattel. Entsatztruppe, 20% Sicherheit für berittene Truppen in der regierten Siedlung. Okay. Wir haben ja auch als Befehl für die Rekrutierung Kavallerie drin. Tägliche Sicherheit in der regierten Siedlung. Nochmal 0,1, nochmal 1 dazu. Nice. Wieso zum Geier habe ich dich nie dazu genommen, Junge? Tägliche Erfahrung für alle in der regierten Siedlung garnisonierten Truppen. Das ist gut. Okay. Flavinius? 2 Tage, 3 Stunden. Du kriegst einen neuen Job. So, jetzt diesmal aufpassen. Es sind 10.000, ja? Ja, es sind nur 4 Nullen. Es sind nicht 5. Gut. So, eigentlich müssten sie ja bauen können, genau. Wir haben noch gar kein Festgelände. Dann bitte zuerst das. Das würde jetzt 17 Tage dauern. Okay. Hoffen wir mal, dass bis dahin auch ausreichend was gebaut wurde. Hier ist noch gar nichts gebaut worden. Okay. Das Schlimme ist jetzt mit dem ganzen Hintergrundwissen bezüglich, wenn zu viel Miliz da ist und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt auch, ich bin gezwungen dafür zu sorgen, dass wir mehr Kapazität für Garnison bekommen.
Das heißt, militärische Infrastruktur auszubauen ist wirklich jetzt ein A und O. Also ich verstehe das so, dass es wirklich nur um Garnison geht, ne? Nicht um Miliz. Also nicht, dass ich jetzt noch mehr Platz für Miliz schaffe. Weil Miliz ist ja, glaube ich, unendlich machbar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ach, Herr Jemini. Der Wohlstand ist ja nicht so geil hier. Ey. Aber ist okay. Müssen wir durch. Obstgärten könnte man noch bauen. Machen wir mal direkt im Anschluss. Aber die Treue ist erstmal wichtiger, damit überhaupt noch gebaut werden kann. So, Taverne? Nee. Obwohl doch, vielleicht einfach mal. Nee, ist keiner da. Okay. Na gut, hätte er sein können. Handel. Ich brauche mal generell für mich ein bisschen Knete. Das kann manchmal nicht schaden. Ich habe wieder keine Stumper Horses da. Nee. Stumper, nicht Stumper. Stumper. Haben sie nicht. Maultiere und Old Workhorses haben sie in einer Tour, aber ist halt nicht das, was ich suche. Ganz ehrlich, ihr kriegt mal ein bisschen Getreide von mir ab. Das schon war auch relativ viel. So. Bisschen Fleisch. Und den Rest müssen wir halt so mit klarkommen. Müssen wir gut rationieren. Aber sollte funktionieren. So, dann Festung, Garnison. Ich habe Dinge rekrutiert, die nicht in meiner Armee gehören. Und hier auch noch ein Auxiliar, sehr schön. Slinger. Noch ein Slinger. Batani. Was auch immer du bist. Nochmal Batani. Nochmal Batani. Und noch Saka, drei Stück. So. Achso, hier haben wir noch einen Arm Trader. Wieso zum Geier habe ich das nicht wieder so gemacht? Ich Depp. Geht doch viel schneller. Die Macht der Gewohnheit. Es tut mir leid, Leute. Kyraslav hat es erwischt in der letzten Schlacht, okay. So, 91 Verteidiger schon. Ist ja gar nicht mal so schlecht, Mensch. Das ist wirklich nicht verkehrt. Und da kommt gleich noch Gefangene dazu. Indem wir nochmal ganz kurz rausgehen. Oh, Mist. Hier wird gerade... Achso, nee, okay. Ist bloß ein Söldner. So, wieder rein. Hat nichts reingelegt? Schade. Na gut. Aber wir gehen hier noch ins Verlies. Oh. Also, eventuell. Vielleicht. Unter Umständen. Sind das ein bisschen viele. Muss nochmal eben durchgucken hier. Das ist okay. Schmeißt du die mal da rein. Dann habe ich noch 77, die ich selber rekrutieren möchte. Obwohl, die hier bitte nicht mehr. Dann könnte ich mir selbst nochmal 5 von denen hier rausschnappen. Einfach so, weil ich es kann. Junge, Junge, Junge. Wir haben echt viel von ihren Lords und Ladies gefangen genommen und trotzdem marodiert hier noch was rum. Aber, liebe Leute, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.